Am 27. März sollen in Los Angeles die diesjährigen Oscars verliehen werden. Seit heute steht fest, wer sich Hoffnungen auf einen der begehrten Filmpreise machen kann. Mit 12 Nominierungen geht die Netflix-Produktion The Power of the Dog als Favorit ins Rennen. Montana 1925. Vor 25 Jahren war unser erster gemeinsamer Viehtrieb. 1900 und nichts. Die Brüder Phil und George sind Viehzüchter. Wohlhabend, alleinstehend und eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Bis eine Frau in Georges Leben tritt. Was machst du, wenn du mit dieser Frau verkehrst? Du bist eine wundervolle Frau. Wir haben Sonntag geheiratet. Und das ändert auch für Phil alles. Fortan muss er sich auf der Ranch mit Rose und ihrem Sohn Peter herumschlagen. Hallo, Bruder Phil. Während er Rose mit purer Verachtung begegnet, er ist nur ein Mann, Peter. Weckt der sensible Peter lange verdrängte Gefühle in ihm. Mach das Gatter auf, lass ihn raus. Ist das nicht zu früh? Lass ihn raus, mach schon. Eine innere Irritation, die er mit noch mehr Menschenverachtung, Sadismus und toxischer Männlichkeit zu bekämpfen versucht. Welche kleine Lady hat die wohl gemacht? Ehrlich gesagt war ich das. Während Rose daran zu zerbrechen droht, stellt sich Peter den Demütigungen. Oh, Gentlemen, seht ihr, so trägt man ein Tuch. Und bringt so Phils Fassade ins Wanken. Hier draußen ist es verdammt einsam, Pete. Es sei denn, man hat den Bogen raus. Regisseurin Jane Campion hat bereits mit ihrem Meisterwerk Das Piano bewiesen, dass es nicht vieler Worte bedarf, um eine fesselnde Geschichte zu erzählen. Ein richtiger Mann muss geduldig sein, wenn die Chancen gegen ihn stehen. Ihr neuester Film bei Netflix, The Power of the Dog, schließt genau daran an. Viel Symbolkraft in diesem durchdringenden Drama. Unterdrückte Homosexualität mitten in der rauen Macho-Welt der Cowboys. Bring uns jetzt was zu essen. Grandios performt vor Nachwuchsschauspieler Cody Smith-McPhee. Nur falls etwas tropft und so. Oh, habt ihr das gehört, Jungs? Nur falls etwas tropft und so. Und Benedict Cumberbatch, der diesem hochinteressanten Charakter zwischen Selbsthass und Verletzlichkeit eine enorme Tiefe verleiht. Bitte verzeih mir. Ein eigenwilliger und sehenswerter Western. Die Komplexität der Liebe mit all ihren Facetten und das in eindrucksvollen Bildern. Mit einem überraschenden Ende. Was wäre ich für ein Mann, wenn ich meiner Mutter nicht helfen würde? Peter! Und in Los Angeles ist uns jetzt unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm zugeschaltet. 12 Nominierungen für The Power of the Dog. Wie ist Ihre Einschätzung? Ist das jetzt schon der ganz sichere Oscar-Kandidat? Es ist ein zumindest sehr, sehr sicherer Kandidat, dass er auf jeden Fall einen Preis, denke ich, mit nach Hause nehmen wird. 12 Nominierungen natürlich in den ganz wichtigen Kategorien für bester Film, unter anderem beste Regie, auch für Benedict Cumberbatch als eben bester Hauptdarsteller. Und auch die Vergangenheit hat schon gezeigt, bei den Golden Globes zum Beispiel hat The Power of the Dog schon einen Preis eingeheimst als bester Film. Und auch die Critics' Choice haben ihn ja nominiert als bester Film. Insofern, ich glaube, die Chancen stehen zumindest sehr gut. Ja, bei den Themen Homosexualität und Western werden viele wahrscheinlich an den Film Brokeback Mountain sich erinnern, der 2006 zu den Oscar-Gewinnern gehörte. Gibt es da Parallelen? Naja, es gibt natürlich diese verdrängte Homosexualität oder eben diese Homosexualität im Spiegel der amerikanischen Gesellschaft, die eben nicht akzeptiert wird. Allerdings zu zwei doch durchaus unterschiedlichen Zeiten. Und während Brokeback Mountain sich sehr stark eben auf diese romantische Liebesgeschichte dann doch wieder konzentriert, ist The Power of the Dog viel, viel dunkler und gibt den Figuren insgesamt sehr viel Raum, sich zu entfalten und eben auch dieser interessanten Figur von Benedict Cumberbatch eben gespielt. Da geht das Ganze in eine ganz andere Richtung, aber zu viel darf man natürlich nicht verraten, sonst würden wir es spoilern und der Film sollte durchaus gesehen werden, ist zumindest auch meine Empfehlung. Dann hören wir jetzt auf zu spoilern. Welche Filme gehören denn sonst noch zu den starken Favoriten auf die begehrte Trophäe? Also wir müssen natürlich reden über Dune, das ist eine Neuverfilmung des Klassikers aus dem Jahr 1984, diesmal von Denis Villeneuve. Mit insgesamt 10 Nominierungen kommt er sozusagen direkt nach The Power of the Dog. Ein ganz toller und spannender, umgesetzter Science-Fiction-Film. Allerdings bleibt es quasi nicht nur bei diesem einen Teil, es soll 2 Teile geben insgesamt. Und auch mit zu den Favoriten gehört West Side Story, 7 Nominierungen insgesamt. Auch eine Neuverfilmung eines der bekannten Musicals, diesmal von Steven Spielberg. Ja, sowohl Dune als auch West Side. Auch wenn der Film vielleicht nicht unbedingt, ich sag mal, sehr originell. Oh, Entschuldigung.
Sie dürfen gerne weiter ausführen. Wir haben eine kleine Zeitverzögerung, deswegen fallen wir uns hier gegenseitig ins Wort. Bitte. Ja, vielleicht zu West Side Story sei noch schnell gesagt. Das ist eine spannende, eine interessante Neuverfilmung, allerdings auch nicht ganz so originell, wie man sich das vielleicht von Steven Spielberg erhoffen dürfte. Aber ich glaube, der Name allein reicht schon aus, dass er eben in diese Nominierung wieder hineingeraten ist. So, jetzt sind Sie fertig, jetzt traue ich mich. Beide sind Wiederauflagen von alten Filmideen, sowohl Dune als auch West Side Story. Wo sind denn die Innovationen im diesjährigen Wettbewerb? Ja, das fragt man sich natürlich. Wo ist die Innovation? Die Kinozuschauer mögen natürlich auch gerne bekannte Motive. Das weiß man auch in Hollywood. Deswegen werden die auch immer wieder in die Kinos gebracht. Aber es gibt Innovationen. Zum Beispiel würde ich mal nennen Coda. Das ist ein Film über eine taubstumme Familie, der wirklich auch Furore gemacht hat auf vielen Filmfestivals. Oder auch Belfast, ein in Schwarz-Weiß gedrehtes Drama, das in Irland spielt. Das sind eben spannende Filme, die, finde ich, auch verdient haben, nominiert zu werden, aber natürlich auch geschaut zu werden. Aber gegen ganz große Namen wie Steven Spielberg kommen sie vielleicht nicht an. Wir werden es sehen am 27. März. Wie sieht es denn mit den deutschen Beiträgen aus? Ja, Maria Schrader war ja in der Shortlist zumindest noch für Ich bin dein Mensch und ist dann leider bei den Nominierungen rausgeflogen. Das heißt, es gibt zumindest in dieser Spielfilmkategorie leider keine Gewinnchancen für die Deutschen, aber immerhin ein kleines Trostpflaster. Hans Zimmer, der Musikkomponist, ist nominiert für den Soundtrack zu Dune, hat dort also Chancen. Also insofern ein bisschen Deutschland steckt auch in diesen Oscars wieder mit drin. Und eine letzte Frage noch. Wie sehr überlagert die Corona-Pandemie die diesjährige Oscarverleihung? Ja, das werden wir sehen. Also wir wissen noch nicht ganz genau, wie die Verleihung ablaufen wird. Sie soll wohl auch wieder im Dolby Theater stattfinden. Also das heißt wirklich wieder in Hollywood, nicht wie letztes Jahr in einer großen Bahnhofshalle, weil man dort besser Abstand halten konnte. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Mal wieder einen großen roten Teppich erleben werden. Unklar ist so ein bisschen, wie die Corona-Bestimmungen hier in Los Angeles sein werden. Die waren bislang sehr streng. Allerdings gehen die Fallzahlen gerade wieder runter. Also die Omikron-Welle scheint hier einigermaßen den Scheitelpunkt erreicht zu haben. Das heißt, wir sehen dann vielleicht Stars und Sternchen auf dem roten Teppich mit oder ohne Maske. Die Frage stellt sich noch. Vielen Dank, Katharina Wilhelm in Los Angeles.